Alter. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Underwater Tackle JDM Tooltip. In diesem Quick-Tip-Video geht es um den sehr praktischen Rod-Holder von Golden Mean. Ein praktischer Rutenhalter, der sich super einfach an einem Gürtel oder an einer Gürteltasche installieren lässt. Jeder Spinnfischer, der auch mal alleine losgeht, kennt das Problem. Biss, Drill, Keschern, oh nee, der Haken sitzt tiefer als gedacht. Oder zum Beispiel der Haken oder der Drilling hängt im Keschernetz fest. Ich denke, solche Situationen kennen wir alle. Zumindest stellt euch einfach eine Situation vor, bei der ihr beide Hände braucht und ihr niemanden habt, der euch helfen kann. Ich hatte nämlich das gleiche Problem, ich habe einen Fisch gelandet, der hatte den Haken jetzt nicht so easy außen hängen, deswegen musste ich die Rute ablegen und Lösezange holen und mit der zweiten Hand natürlich den Fisch halten. Entsprechend dessen habe ich im Eifer des Gefechts die Rute im Gras übersehen bzw. vergessen. Einfach weil der Fisch sich dann noch ein bisschen gewehrt hat. Ich hatte die Zähne in den Fingern. Und nachdem der Fisch sich dann noch einmal gewunden hat, habe ich so zur Balance einen Ausfallschritt zur Seite gemacht und hat es einmal richtig schön knack gemacht und ich bin schön auf meinen Blank raufgetreten. Gut, war jetzt zum Glück nicht die allerteuerste Rute, aber trotzdem ist es verdammt ärgerlich, wenn euch sowas passiert, weil ihr einfach schnell handeln müsst. Ihr wollt den Fisch auch schnell versorgen. Und da kann es natürlich echt schnell passieren, dass man sowas übersieht. Und genau aus dem Grund habe ich mich mal wieder auf die Suche nach einer Lösung für dieses Problem gemacht. Und siehe da, die Mühe wurde belohnt und ich wurde endlich fündig, nämlich bei Nippon Tackle. Die hatten genau das Richtige für mich, nämlich dieses gute Stück hier, den Rod Holder von Golden Mean. So, ich packe den jetzt mal aus und zeige euch dann mal genau, wie man das Ganze benutzt, wie man den montiert und wie man dann auch seine Rute dort einhängt. So, ich habe das Ding natürlich schon etliche Wochen getestet, auch mal wieder für euch. Unboxing-Effekt wie immer, so kommt das Teil bei euch an. Hier hinten ist auch nochmal eine kleine Anleitung, wie man das installiert. Das zeige ich euch aber hier in diesem Video. So, und hier haben wir das gute Stück. Mit dabei ist noch so ein Karabiner. Mit Rettungsschnur, sage ich mal. So, jetzt zeige ich euch mal, wie das ganze Prinzip funktioniert. Ich habe hier mal eine montierte Rute mit Rolle. Und die Rute schiebt ihr einfach hier oben rein. Hier habt ihr auch eine Aussparung für den Rollenfuß. So. Und das Ganze sitzt hier drinnen. Kommen wir mal zur Montage des Rutenhalters. Wie vorhin schon erwähnt, habe ich meinen Rutenhalter an meiner Bauchtasche installiert. Sprich, die Bauchtasche hat ja auch hier einen Gürtel zum Befestigen. Das zeige ich euch jetzt nochmal hier. Und da ich jetzt nicht zwei Gürtel trage, sondern einfach nur die Bauchtasche, installiere ich mir den Rutenhalter hier einfach am Gurt. Und das reicht vollkommen aus. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Ihr nehmt euren Gürtel oder eure Bauchtasche, das Stück Gürtel, wo der Rutenhalter installiert werden soll. Ihr biegt euren Gürtel so ein bisschen zusammen und schiebt das Ganze erstmal auf das untere Teil des Rutenhalters drauf. So. Und jetzt wird es so ein bisschen friemelig. Jetzt müsst ihr nämlich den oberen Teil hier noch mit reinstopfen. Das geht aber relativ schnell. Das soll ja auch gut halten. Von daher lohnt sich das Gefriemel auf jeden Fall auch. Kann man von hinten dann auch nochmal nachgreifen und reinziehen in den Rutenhalter. So, jetzt ist es schon fast drinne. Jetzt brauche ich es nur noch von hinten einmal reinziehen. So. Und jetzt schiebe ich das obere Stück hier in die Schlitze hier oben rein. Und das war es auch schon. So, dann sieht das Ganze von innen so aus. Von außen jetzt so. Also ich habe das Ding auch schon ein paar Wochen getestet. Das hält bombenfest. Da rutscht nichts ab, da braucht ihr euch überhaupt keine Sorgen machen, dass das hier noch abfällt. So, und jetzt müsst ihr euch vorstellen, das ist ja eine Bauchtasche. So, ich ziehe das Ganze noch ein bisschen an die Seite. Und wenn ihr dann eine Situation habt, wo ihr zwei Hände braucht, dann könnt ihr hier ganz schnell eure Rute reinhängen und entsprechend weiterarbeiten. So, und jetzt nochmal ein paar Bilder, wie das Ganze wirklich live und in Farbe draußen aussieht. So.
so sieht das gute Stück aus und ich muss ehrlich sagen, das Ding ist wirklich richtig praktisch. Meiner Meinung nach ist dieses Tool perfekt geeignet für Spinnfischer, die viel Strecke machen, also die viel laufen müssen. Oder zum Beispiel, wenn ihr eine zweite Rute mitnehmen wollt, dann könnt ihr die zweite Rute hier einhängen und mit der anderen angeln und dann immer hin und her wechseln. Auch für die Wattfischerei, wenn ihr zum Beispiel an einem Forellenbach fischt, könnt ihr auch wunderbar beim Fischlanden oder beim Fischabhaken die Rute hier in den Rutenhalter ablegen und habt dann wieder zwei Hände frei. Müsst die Rute nicht irgendwie zwischen die Beine klemmen oder unter den Arm. Gerade wenn man mit Warthose im Wasser unterwegs ist, macht es natürlich keinen Sinn, die Rute abzulegen, sondern dann muss man sie sowieso irgendwo, unterklemmen unter den Arm. Und da ist dieser Rutenhalter auf jeden Fall auch super gut geeignet. Also ich habe auch schon mit einer Warthose mit dem Ding gefischt. Und da hat es sich wirklich als sehr praktisch erwiesen, weil man sich da keine Sorgen machen muss, dass man die Rute irgendwie mal im Wasser ablegen muss oder keine Ahnung was. Also entsprechend dessen, also für die Angler, die sehr mobil unterwegs sind, sei es mit Watthose als auch ohne Watthose, einfach viel laufen, viel Strecke machen, die gerne auch mit zwei Händen arbeiten wollen oder parallel, wenn man von einem Spot zum anderen läuft, noch was trinken will, was essen will, dann kann man die Rute hier super einfach ablegen und hat dann sofort entsprechend beide Hände frei. Den Rutenhalter habe ich auch bei Nippon Tackle gekauft. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich konnte euch damit weiterhelfen. Wenn ja, dann lasst mir doch gerne ein Like da, ein Abo da, wenn ihr nicht schon abonniert habt. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine Tightline am Wasser. Beste Grüße, euer Underwater Tackle Team. Bye, bye.